Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Wackedin. Heute wird wieder eine Kleinigkeit gekocht. Es gibt eine leckere Suppe. Es wird aber nicht wirklich gekocht, denn wir kommen ganz ohne Topf und Pfanne aus. Es wird nicht einmal umgerührt. Na, neugierig geworden? Unsere feine Tomatensuppe wird in einem Hochleistungsmixer zubereitet. Alle Zutaten in den Mixbecher geben, einschalten und nach ein paar Minuten ist die heiße Suppe fertig. Wie das geht, das zeige ich euch gleich. Doch zuvor abonniert noch schon meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten. 500 Gramm Tomaten, 50 Gramm Tomatenmark, 100 Gramm Joghurt, 200 Milliliter warmes Wasser, Pfeffer, Basilikum, Oregano und Salz. Bei einem Hochleistungsmixer kommen zuerst die flüssigen, dann die weichen und dann die festen Zutaten hinein. Also fangen wir mit dem Wasser an. Als nächstes halbiere ich die Tomaten und entferne den Strunk. Nun können die halben Tomaten in den Mixer. Jetzt kommt der Joghurt und das Tomatenmark dazu. Die Suppe könnt ihr nur in einem Hochleistungsmixer zubereiten. Ein normaler Haushaltsmixer hat nicht genügend Leistung. Guckt mal, wie das dampft. Jetzt würzen wir unsere Suppe noch mit Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum und rühren das Ganze noch einmal kurz durch. Ich habe ganz vergessen, euch zu zeigen, dass noch Zucker mit reinkommt. Je nachdem, welche Tomatensorte ihr verwendet, variiert die Farbe der Suppe. Schön heiß. Wie ihr gesehen habt, war die Suppe ruckzuck fertig. Nach nur 5 Minuten Mixen war die Suppe schon zu heiß, um gleich loslöffeln zu können. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Einen Link zu dem Mixer findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!